Automobil auf den Markt kommt und Sie es zum ersten Mal auf Ihrem Betriebshof sehen, gibt es Neugier, Überraschung, Diskussionen über technische Neuerungen, Kritik an diesem oder jenem, aber auch Bewunderung und Begeisterung. Wichtig ist jetzt, dass Sie diese Begeisterung auch auf unsere gemeinsamen Kunden übertragen. Denn nur so kann der neue Golf wieder zu einem großen Erfolg werden. Auf dem Weg zu diesem Erfolg haben schon sehr viele Menschen ihr Bestes getan. In der Forschung und Entwicklung mit neuen Konzepten. In der Produktion mit neu entwickelten Produktionsmethoden. In der Absatzförderung mit Ideen und Verkaufshilfen, um den neuen Golf ins rechte Bild zu setzen. Und schließlich im Kundendienst mit verbesserten Arbeitsmethoden und technischer Literatur, die Sie über alles Wissenswerte des neuen Golf informiert. Jetzt bitten wir um Ihren Einsatz und Ihre Hilfe, um diesen Weg zum Erfolg fortzusetzen. Dabei soll Ihnen dieses Videoprogramm helfen. Diese beiden Broschüren kennen Sie ja bereits. Ergänzend dazu zeigen wir Ihnen in diesem Videoprogramm im Abschnitt 1 12 gute Argumente für den neuen Golf. Im Abschnitt 2 die neuen Produktionsmethoden. Und im Abschnitt 3 wichtige Kundendienstarbeiten am neuen Golf, die neu oder anders sind als bisher. Der Golf. Seit seiner Markteinführung 1974 hält er Jahr für Jahr die Spitzenposition. Bis heute wurde der Golf 6 Millionen Mal verkauft. Als Benziner und als Diesel, mit Viergang, Fünfgang oder Automatikgetriebe. In der sportlichen GTI-Version oder als wirtschaftlicher Turbodiesel. Stärkster Konkurrent ist jetzt ein neues Auto, der neue Golf. Golf verbindet die Vorteile seines Vorgängers mit einer weiterentwickelten, zeitgemäßen Technik. Mit dem neuen Auto wird der Golferfolg bis in die 90er Jahre getragen. Hier die Argumente, dass dies gelingen wird. Golfargument Nummer 1: die aerodynamische Karosserie. Durch konsequente Entwicklung im Windkanal entstand eine Karosserie mit hervorragenden aerodynamischen Eigenschaften. Mit einem CW-Wert von 0,34 für das Grundmodell, der Durchschnittswert der Wettbewerber liegt bei 0,42, hat der neue Golf die beste aerodynamische Karosserie aller Autos dieser Bauform. Dies wurde erreicht bei gleichzeitiger Innenraumvergrößerung und ohne Inkaufnahme irgendwelcher Nachteile. Golfargument Nummer 2, der Platzkomfort. Im Platzangebot hatten die jüngeren Wettbewerber den Golf bei einzelnen Maßen überholt. Jetzt ist der neue Golf wieder Klassenbester. Die Sitzverhältnisse wurden völlig überarbeitet. Die Innenlänge des neuen Golf ist nun fast so groß wie zum Beispiel die der 5er BMWs. Nun zur Innenbreite. Die Verbreiterung des neuen Golf und die den Raumanforderungen entsprechend geformten Türverkleidungen brachten eine Vergrößerung der Ellenbogenbreite bis zu 12 cm. Auch dazu im Vergleich das Ellenbogenmaß der 5er Reihe von BMW. Der Gepäckraum des neuen Golf ist um ein Drittel größer geworden und mit 336 Litern für das Reisegepäck einer ganzen Familie gut bemessen. Natürlich haben wir das damals von uns eingeführte Prinzip der Laderaumvergrößerung beibehalten und weiter verbessert. Mit umgeklappter Sitzbank wird der neue Golf
mit 1,2 Kubikmeter Laderaum fast zum Variant. Die Sitzbank kann aber auch nur teilweise umgeklappt werden. Die Ladekante wurde bis zur Heckleuchtenunterkante abgesenkt. Golfargument Nummer 3, die Motorenpalette. Das Angebot umfasst zwei Diesel-, zwei Normalbenzin- und zwei Superbenzinmotoren. Aus der lückenlosen Palette sollen besonders erwähnt werden der hochverdichtete 1,3-Liter-Motor und der im Drehmoment um 14% verbesserte 1,6-Liter-Motor. Neu ein laufruhiger 1,8 Liter 90 PS Motor, der besonders durch seine Sparsamkeit auffällt. Golfargument Nummer 4, der niedrige Kraftstoffverbrauch. Der Verbrauch wurde durchweg reduziert. Alle Otto-Motoren verbrauchen jetzt im Drittelmix um die 7 Liter, der leistungsstarke GTI-Motor 8 Liter. Die Wettbewerber verbrauchen bei gleicher Leistung über einen Liter mehr und dazu in jedem Fall super. Die Dieselmotoren verbrauchen im Drittelmix weniger als 6 Liter. Diese Einsparungen werden auch durch die aerodynamische Güte der Karosserie erreicht. Der neue Golf braucht zum Beispiel bei 150 km pro Stunde 7 PS Antriebsleistung weniger und damit auch weniger Kraftstoff. Der niedrige Verbrauch und ein neuer 55-Liter-Tank verschaffen dem neuen Golf einen wesentlich größeren Aktionsradius. Damit bietet er seinem Besitzer Zeit- und Kostenvorteile. Mit dem 75 PS-Motor kann der neue Golf mit einer Tankfüllung, den Drittelmix zugrunde gelegt, fast 800 Kilometer fahren. Der Turbodiesel sogar 1000. Das ist weiter als von München nach Flensburg. Platz für den Tank wurde durch den Einsatz einer Neuerung geschaffen, die in den USA ihre Bewährungsprobe längst bestanden hat. Der neue Golf wird mit einem gewichts- und platzsparenden Reserverad geliefert. Golfargument Nummer 5, die Fahrleistungen. Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung und Elastizität wurden zum Teil erheblich verbessert. Schon der 1,3-Liter-Golf zum Beispiel fährt über 150 km pro Stunde. Golfargument Nummer 6, der wesentlich gesteigerte Komfort. Die Ansprüche der Käufer auf Sitz-, Raum- und Bedienungskomfort sind ständig gestiegen. Der neue Golf erfüllt diese hohen Ansprüche. Das Flächendesign der Instrumente und die ergonomische Anordnung aller Schaltelemente sorgen für eine gute, entspannte Atmosphäre am Fahrerarbeitsplatz. Neu das Bedienfeld der Lüftung und Heizung. Für alle Insassen wesentlich verbessert der Raum- und Sitzkomfort. Nun zum Geräuschkomfort. Ein hohes Geräuschniveau beeinflusst das subjektive Empfinden der Fahrzeuginsassen. Der 75 PS Golf zum Beispiel ist bei 130 km pro Stunde im Vergleich zu seinem Vorgänger 3 dBA leiser. Das bedeutet eine Schalldruckreduzierung um 50%. Erreicht wurde dies durch viele zum Teil aufwendige Maßnahmen. Die Abrollgeräusche wurden zum Beispiel durch neue Achsaufhängungen wirksam reduziert. Der Federungskomfort wurde ebenfalls ganz entscheidend verbessert. Und dies bei einer weiteren Verbesserung des ohnehin guten Fahrverhaltens des Golf. Also Golfargument Nummer 7, das Fahrverhalten. Durch die Überarbeitung des gesamten Fahrwerks, auch Spurweite und Radstand wurden vergrößert, bietet der neue Golf in allen Fahrsituationen hohe Sicherheitsreserven. Das Fahrverhalten eines Automobils wird wesentlich von der Vorderachse mitbestimmt. Einerseits soll die Vorderachse exakt lenkbar sein und für stabile Führung sorgen. Sie soll aber auch guten Federungskomfort bieten und die Abrollgeräusche nicht auf die Karosserie übertragen. Diese fast gegenläufigen Anforderungen erfüllt die Vorderachse des neuen Golf durch saubere Geometrie und elastische Lagerung.
Beim Überfahren von Straßenunebenheiten sorgt jetzt ein weiches hinteres Lager des Querlenkers für ein Nachgeben des Rades in Fahrzeuglängsrichtung. Das Rad kann nun weich abrollen und Störungen, die eine Richtungsänderung bewirken würden, werden selbsttätig ausgeglichen. Die Hinterachse. Der Golf war das erste Auto mit der Verbundlenker-Hinterachse. Inzwischen wird dieses Achsprinzip wegen der vielen Vorteile von anderen Automobilherstellern nachgebaut. Der neue Golf hat eine weiterentwickelte Achse mit den aus der Passat-Santana-Klasse bekannten spurkorrigierenden Lagern. Damit hat er bei hohem Abrollkomfort einen noch besseren Geradeauslauf und ein noch besseres Fahrverhalten in Kurven. Golfargument Nummer 8, die Sicherheit. Der neue Golf erfüllt alle Sicherheitsvorschriften der EG, der USA und aller anderen Importländer. Im neuen Golf sind alle Erkenntnisse jahrzehntelanger Sicherheitsforschung eingebracht worden. Er bietet seinen Insassen für alle vorkommenden Unfallarten den bestmöglichen Schutz. Golfargument Nummer 9, die Qualität. Alle Entwicklungsbemühungen hatten das Ziel, den hohen Qualitätsstandard des Golf zu sichern und ihn wesentlich zu verbessern. Die Konstruktion wurde von der angestrebten Fertigungsqualität ganz wesentlich beeinflusst. Umfangreiche Versuche und Erprobungen haben die Richtigkeit des Entwicklungskonzeptes bestätigt. Beispiel der Korrosionsschutz. Während seiner Vorentwicklung hatte der neue Golf in den modernsten und teuersten Korrosionsschutzversuchsanlagen der Welt Torturen zu überstehen, die ihn innerhalb von 3 Monaten reproduzierbar 6 Jahre altern ließen. In einer beispiellosen Versuchsreihe wurde jede Schwachstelle entdeckt und beseitigt. Der neue Golf dürfte das gegen Rost am besten geschützte Automobil sein. Mehr Qualität durch die Anwendung neuer Materialien. Die Abgasanlage zum Beispiel hat durch die Verwendung von feueraluminiertem Stahl und von Edelstahl im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen die doppelte Lebensdauer. Eine längere Lebensdauer haben auch die in ihrer Fläche um ein Drittel vergrößerten und asbestfreien Bremsbeläge der Faustsattelbremse, mit der jetzt alle Golftypen ausgestattet sind. Der GTI hat, der höheren Leistung angepasst, jetzt vorn und hinten Scheibenbremsen. Eine Wertsteigerung bedeutet auch die neue Heizung des Golf. Bisher wurde die Temperatur im Wageninnern durch Veränderung der Wassertemperatur im Heizungswärmetauscher geregelt. Nachteile: das verzögerte Ansprechen und Temperaturschwankungen bei Geschwindigkeitsänderungen. Die neue Heizung arbeitet nahezu geschwindigkeitsunabhängig. Und sie reagiert spontan, weil der Wärmetauscher ständig von heißem Wasser durchströmt wird und die gewünschte Temperatur durch das Mischen von heißer und kalter Luft eingestellt wird. Die Seitenausströmer werden jetzt auch mit warmer Luft versorgt. Dadurch werden die Seitenscheiben bei ungünstiger Witterung ebenso schnell von Wasserbeschlag oder Eis befreit wie die Frontscheibe. Golfargument Nummer 10, der Vorsprung vor der Konkurrenz. Der Golf hat jede Menge Konkurrenz, mit der kann er aber leben. Ernstzunehmende Wettbewerber sind besonders der Opel Kadett und der Ford Escort. Der Kadett wird es in Zukunft schwer haben neben dem neuen Golf. Die Ausstattung des Kadett ist einfacher. Sitze, Lüftung und Heizung sind nur mittelmäßig. Selbst in der Luxusversion sieht zum Beispiel die Türverkleidung so aus. Das Fahrverhalten des Opel Kadett wird allgemein als gut bewertet. Das Fahrverhalten des neuen Golf ist in jeder Hinsicht mindestens ebenbürtig, was den Komfort angeht jedoch eindeutig überlegen. Diese Bilder, die unter exakt gleichen Bedingungen entstanden sind, sprechen für sich. Der Fahrerplatz des Ford Escort entspricht nicht den Erfordernissen der Ergonomie.
Beim Escort wie beim Kadett die Gurtschlösser an langen Peitschen. Auf der gleichen Pflasterstraße, auf der vorhin der neue Golf zu sehen war, werden die Federungsschwächen des Escorts sichtbar. Der Hydropulsprüfstand zeigt gnadenlos die mangelnde Bodenhaftung und die daraus resultierende Geradeauslaufschwäche. Vergleich des Innengeräusches bei 70 km pro Stunde im vierten Gang auf einer Pflasterstraße. Golfargument Nummer 11, die Kostenvorteile. Der neue Golf ist in vielen Ausstattungsdetails umfangreicher und wertvoller geworden. Damit ist sein Gebrauchswert gestiegen. Durch den niedrigeren Kraftstoffverbrauch, durch die höhere Lebensdauer, zum Beispiel der Bremsen und der Abgasanlage, sowie durch den umfangreichen Korrosionsschutz und durch einen geringeren Wartungsaufwand, bietet er errechenbare Betriebskostenvorteile. Auch der Wiederverkaufswert wird wesentlich über dem vieler anderer Autos liegen. Golfargument Nummer 12, die breite Angebotspalette. Den neuen Golf wird es wieder vom C bis zum GTI geben. Über die bisherigen Sonderausstattungen hinaus werden jetzt zum Beispiel auch elektrische Fensterheber, eine Zentralverriegelung und eine Servolenkung angeboten. Geplant ist eine GLX-Version, die alle Komfortmerkmale in sich vereinigen wird. So kann jeder seinen Golf kaufen. Mit hohem Komfort, mit hoher Wirtschaftlichkeit, mit hohen Fahrleistungen. Der Golf ist ein statusneutrales Automobil, das alle Käuferschichten gleich gut anspricht. Darüber hinaus wird jetzt der neue Golf auch Käufer interessieren, die bisher größere Autos gekauft haben. Neben dem hohen Nutzwert bietet der Golf, wie nur ganz wenige andere Autos, seinem Besitzer viel Fahrfreude. Mit den verbesserten Fahrleistungen, bei gleichzeitig gesenktem Kraftstoffverbrauch, dem ausgezeichneten Fahrverhalten und dem enorm gesteigerten Platz- und Fahrkomfort ist der neue Golf der richtige Nachfolger des Golf. Der neue Golf. Kontinuität und Fortschritt. Wolfsburg, Halle 54. Eine der modernsten Montagefabriken der Welt. Für den neuen Golf. 100.000 Quadratmeter Nutzfläche für die hochautomatisierte Komplettierung von 3.000 Karosserien pro Tag. Neue Dimensionen auch bei der Herstellung der Karosserien im Rohbau. Deshalb ein Blick zurück in die Halle 2 des Wolfsburger Werkes. Hier entsteht auf einer mehr als 100 Meter langen Rohbaustraße im 15-Sekunden-Takt vollautomatisch der enorme Tagesbedarf von 3000 Rohkarosserien.
Die Automaten, Transportsysteme und Schweißroboter sind zum großen Teil eigene Entwicklungen, maßgeschneidert für den neuen Golf. Diese Fertigungstechnologie ist optimal ausgelegt für große Stückzahlen. Der Automatisierungsgrad erfordert bereits bei der Fertigung der Einzelteile äußerste Präzision. Hier werden sie zusammengefügt und verbunden. Toleranzbereich wenige Zehntel Millimeter. Im Gegensatz zum herkömmlichen Automobilbau werden die Karosserien nicht nur stichprobenweise vermessen, sondern jede einzelne durchläuft eine automatische Messstation mit elektronischer Messwertaufnahme und Verarbeitung. Abweichungen von der vorgegebenen Toleranz werden sofort erkannt und können in der laufenden Produktion korrigiert werden. Dies sind montagefertige Karosserien, mehrfach grundiert, lackiert und in aufwendigen neuen Verfahren gegen Korrosion geschützt. Eine Wachsflutung bis in die letzten Hohlräume gehört dazu. Das 40 Meter hohe Stapelhaus fasst 1000 Karosserien aller Modellvarianten. Computer sind die Verwalter dieses riesigen Pufferlagers und beliefern die Vormontage im richtigen Augenblick mit der richtigen Karosserie. Rechner helfen den Mitarbeitern, 5 parallele Montagelinien optimal auszulasten. Jede einzelne Linie mit 300 Autos pro Schicht, 600 am Tag. Insgesamt 3000 Golf täglich. 60 Takte manuelle Arbeit. Die Lenkung wird montiert. Scheiben werden eingesetzt. Armaturentafeln montiert. Anspruchsvolle neue Arbeitsplätze schafft die Datenverarbeitung. Sie steuert den Zusammenbau der Aggregate unter dem Blech. Der Computer fordert die Zulieferteile an, leitet sie weiter zu den Automatenstationen und gibt den Maschinen ihre Montageanweisungen. Dazu einige Beispiele. Hier automatischer Zusammenbau von Getrieben und Gelenkwellen auf dem Rundtisch. Der Automat prüft jede einzelne Schraube, bevor er sich selbst das Okay gibt, sie einsetzt und anzieht. Das Drehmoment aller Schrauber ist programmiert und immer genau gleich. Alle 20 Sekunden kommt ein Motor zur Triebwerkstraße. Automaten und Roboter setzen die Lichtmaschine an, legen den Keilriemen auf und spannen ihn, bauen Motor und Getriebe zusammen, montieren den Starter. Einlegen, fügen, ausrichten, spannen, verschrauben. Automaten machen all diese Arbeiten mit gleichbleibender Genauigkeit, mit absoluter Präzision. Die automatisierte Produktion setzt vollkommen neue Abläufe voraus, die schon bei der Konstruktion des neuen Golf berücksichtigt wurden. Beispiel: der Triebsatz. Motor und Getriebe, Antriebswellen, Lenkgetriebe werden auf einem Hilfsrahmen zu einer Einheit komplettiert. Spur und Sturz werden automatisch eingestellt, mit geringstmöglicher Toleranz. Das schafft eine ganz neue Qualitätssicherheit.